Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier diesen HTZ 244K vorstellen. Der kostet hier 95.000 Euro und hat hier 40 km Höchstgeschwindigkeit und 430 Liter Tankvolumen, 240 PS, entsprechen hier 177 kW und Leasing kostet er hier 4.845 Euro. Der war davor hier schon im Shop da und dann hat er so komisch rumgehüpft. Aber jetzt ist er nicht mehr da, egal. Ist er halt durchgefallen. Hier haben wir das gute Stück. Schauen wir mal hier, was wir hier machen können. Vorne, nein, wir können hier nichts von außen machen. Steigen wir mal ein. Starten. Jetzt habe ich mein Lenkrad vergessen einzuschalten, aber ist ja nicht schlimm. Habe ich schon mal eingeschalten. Wir können hier was mit dem Haus machen. Ah, wir können hier vorne die Haube mit der linken Maus öffnen. Dann sehen wir hier, ob der Lüfter, wie wir sehen, der läuft nicht, obwohl es ein Viskuslüfter ist. Machen wir zu. Ah, dann können wir hier mit der Maus noch die Tür aufmachen. Können wir sehen. Haben sie jetzt den Frontlader eingebaut. Machen wir hier zu. Fahren wir mal. Ja, Husten tut auch schön. Warum fahre ich hier die Tür nicht ab? Hier, er reagiert schon vom Weiten. Müssen wir mal kurz gucken. Die Position passt. Ja, die Position passt. Sieht auch ganz gut aus. Schauen wir mal. Dynamische Schläuche. Nein, hat er nicht. Hänge nur runter. Lenken wir mal einfach mal schauen, wie es hier tut. Jo. Dann schauen wir mal hier in den Kugelkopf. Mal an. Aktivschufe hat er auch. Mal schauen. Passt. Oh, stoßen wir mal den mal zurück. Den hier dran. Ist auch. Hier die Spuren macht er. Einfach gleich mal hier Look zu. Gehen wir mal hier einfach mal runter. Oh. Also hier so baut hier. Nee, wirklich ist er relativ gut von der Achsen her. Kommen wir mal drüber. Schauen wir mal. Sind wir hier gerade und Welle ist animiert. Jetzt fangen wir mal vor und schauen noch gleich mal in die Lichter. Nur mal erinnern sich. Die kleine, ja. So warten, dass sie jetzt geht. Komisch. So, hier ist es rüber und dann hat man sich komplett gedreht, die Runde. Eigenartig. Da sind sie schon wieder. Die Probleme. So. Schauen wir uns mal die Lok mal an. Lok, wie wir sehen, ist hier von denen sauber. Kein Fehler drin. Das freut mich auch mal. Dass man da keine Aeros, Callstick das drin hat. Das ist wieder mal was, was mich wirklich freut. So, dann schauen wir mal erstmal das Licht. Gehen wir jetzt hier. Und es leuchtet, dann haben wir hier den Kegel da vorne. Hinten haben wir keinen Kegel. Boah, das ist ja fetzig. So, dann haben wir hier oben die Arbeitsscheinwerfer. Das ist extrem grell. Hier ist mit Numbit 6, dann hier mit Numbit 5. Hinten, das geht so gar nicht an.
Erst wenn ich dann also mit F durchkriege. Was ja, boah, das ist brutal. Dann sehen wir jetzt hier oben, das noch leuchtet. Gehen wir mal in die Innenansicht mal rein. Dann sehen wir auch, Carpo ist animiert. So, dann schauen wir noch wieder am Tag. So, Gaspedal ist nicht animiert. Gerade irgendwie. Aber sonst passt er ja eigentlich. Außer dass er keine dynamischen Schläuche hat. Dass ein bisschen was mit den Lichtern nicht stimmt. Mit dem Schalten ist meine Meinung. Jetzt wird die Kegel so her. Schau mal, mein Blinker hätte ich beinahe vergessen. Funktioniert. Hat aber hier auch keinen Schein, weil dann würde ich jetzt das hier sehen. Ja, sonst ist er ja wirklich. Sagen, okay, aber halt, meiner Meinung nach benötigt er noch an Arbeit. Weil ganz fertig ist in meinen Augen noch nicht. Ja, wenn dir hier das Video natürlich gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du reinschaust. Ich sage euch Servus, bis euch, euer Franz.